Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Ich habe mich noch ein bisschen nach dem Gespräch rumgetrieben und was ich erreicht habe, ist zumindest, ich habe kein Geld. Ich habe das hier. Ja. Viel mehr habe ich auch nicht gemacht. Also doch, ich habe noch was gemacht, aber eigentlich hatte ich gehofft, ich kann mir mehr davon kaufen, aber irgendwie nicht. Ich bin auch am Überlegen tatsächlich, ob ich die Sachen verkaufe, aber das bringt mir halt nicht so viel Geld. Aber gut, ne? Wenigstens das und das, das ist ja auch schon mal was. Und dann habe ich noch was gemacht, weil mich das irgendwie abgefuckt hat. Ich habe keine Klamotten, man kann eigentlich auch andere Rüstung kaufen in dem Spiel. Ich wusste aber nicht, wo. Ich habe geguckt im Internet, habe ja eh kein Geld gehabt und wollte die wenigstens einmal zeigen. Deswegen habe ich diese wunderschöne Konsole geöffnet. Geh zu, achso, ich habe wieder so drücken. Scheiße. Warum geht das nicht mehr? Ich hab's kaputt gemacht, glaube ich. So. Wie gesagt, Konsole geöffnet. Und hatte danach das hier. Die Klamotten, das sind Sachen, die kann man sowieso kaufen, auch im Spiel. Ist jetzt ein Cheat, sage ich mal. Ob man sie denn auch benutzt, ist eine andere Geschichte. Das Blöde ist, das finde ich echt ein bisschen doof, ich kann die nicht. Also wir sehen ja das, aber ich kann mir die nicht von vorne angucken, aber irgendwie ging das, dass man die von vorne sehen konnte, aber ich weiß nicht mehr, wie das war. Ne, weiß ich nicht mehr. Scheiße. Also auf jeden Fall geht's im Menü. Wenn man das guckt, das ist ja das Standardding, was wir sowieso anhaben, schon die ganze Zeit. Dann gibt es noch das hier. Hätte auch ein Doppelgänger können. Wir sehen die jetzt nur von hinten. Sieht hier so aus. Ja. Ein bisschen zusammengebundene Haare. Passt auch eigentlich gar nicht fürs Gesicht hier, weiß der Rest nicht. Wir haben das hier. So ein bisschen sportlicher. Naja, eigentlich ist ein sportlicher, sieht dann halt so aus. Und es gibt noch dieses, jenes, welches. Das hier ist das gleiche wie das. Also dieses mit der langen Hose und diesem komischen Unterwäscheteil da oben dran. Und das ist halt im Grunde ein Kleid in Schwarz. Finde ich eigentlich ganz nice. Sieht eigentlich ganz cool aus. Finde ich. Aber ich denke, wir werden einfach mit dem Standard-Scheiß weitermachen. Weil das hat ja auch bisher die ganze Zeit gepasst. Deswegen machen wir einfach so weiter. Ich wollte es nur einmal gezeigt haben, ja, dass das möglich ist, das zu machen. So. Dann würde ich sagen, machen wir wieder den hier und los geht es. Hab ihn. Und zwar, ach ja, ich bin ein fauler Arsch. Achso. Oh ja. Ich dachte, das bedeutet, let's go. Wir müssen Society of Leopold, da müssen wir hin. Das Problem ist, Moment, ich muss mal ganz kurz was ändern, weil mich nervt das, dass Shadowplay immer an bestimmten Punkten sozusagen die Aufnahme wie kurz pausiert, dann stimmt das nachher nicht mehr überein mit der Audiospur. Das ist halt scheiße, ne? So. Dann sind wir also soweit. Und wir werden uns mal vormarschieren zur Society of Leopold. Und ich habe etwas vergessen, warte. So, da sind wir wieder. Und los geht es. Wir können da... What? Puh.
who shoot at me? This boy? Oha. So eine Schlampe hat mich angerufen. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock. Hä? Schon Bug. Warum? Hä? Okay. Ein bisschen verwirrt, aber. Hey. Scheiße, muss ich da rein? Fuck, hier war irgendwo, muss ich glaube ich rein. Was hier? Scheiße. Ne. Oder möglicherweise doch. Ich bin mir nicht so sicher. Also, ne? Hoffentlich kann ich das knacken. Yay. Warum habe ich keinen. Das gab's tatsächlich mal. Hatte ich. Mal, was ist denn für einer? Mann, nehmen wir lieber kaputt, ne? Ich hatte das schon mal bei irgendwann, das ist schon mega lange her. Da, Wärme? Wenn ich zu viel Blut getrunken habe, hatte eine Weile, wie als ob der überfüllt hat und. Es musste erst aufgebraucht werden. Sprengsätze auf Mensch eingestellt. Okay, ich möchte gerne wissen, was das bedeutet. Ist ja gut. Ich lade das kurz nochmal. Ist immer blöd mit dem Laden, aber das ist halt Blödsinn jetzt. Verstehe es trotzdem nicht. Theoretisch müsste das ja eigentlich trotzdem funktionieren. Hier könnte ich ein komme ich hier unten drunter durch? Nein. Ach, deswegen die andere Tür. Okay, aber ich muss da glaube ich auch gar nicht hin. Gut. Was ich jetzt nicht. Alter, hab ich Glück gehabt, dass der sich gerade umgedreht hat. Junge, 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 aber das ist hier drin, ja nicht. Was ist denn für eine Klosterschule hier? Die Frage ist, das weiß ich nämlich auch nicht, wo muss ich rein und wo nicht? Vergessen, vergessen, vergessen. Scheiße. Hallo. Was muss ich denn jetzt hier machen? Suspect lost. Need some backup. Ich kann ihn theoretisch töten. Hier ist eine Sprengung, aber ich kann trotzdem von da vorne durch. Ich töte die jetzt einfach alle. Warum? Wie gesagt, es kann damit zusammenhängen, kann aber auch sein, dass es das nicht tut. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann müsste ich dann wieder was verbrauchen. Wir werden es gleich sehen. Kann ich mich erstmal hier normal bewegen? Wenn es so ist, ist es so, ne? Nutze ich doch. So. Eigentlich kann ich auch die Energie. Ich mach's einfach aus. Drauf geschissen. Aus. Ich bin mir nicht sicher, warum ich die überhaupt. Also, hä?
Absolut kein Plan. Stufe 9. Stufe 9 kann ich... Geht nicht. Hm. It's a new weapon. Ah, so. Energie. Ist das Sol? Scheiße. So? Ja, nicht. Na gut. So. Keine Ahnung. Das, ach, Sock. S-O-C. Sock, Junge. Wer kennt's nicht? Aus. Warum muss ich die deaktivieren? Da bin ich mir jetzt, nicht ganz so sicher, warum ich die überhaupt deaktivieren muss. Weil ist doch eigentlich scheißegal, oder nicht? Scheiß auf die Vordertür. Ich bleib einfach hier. Muss, glaube ich, ich muss sowieso hier lang. Ach du Scheiße, Alter. Ich nutze es jetzt natürlich auch knallhart aus, weil bringt ja sonst eh nichts. Und ich will wissen, ob ich das verbrauche oder nicht. Weil das ist ja Quatsch. Ich müsste das irgendwann auch verbrauchen, ja. Also theoretisch zumindest. Weil irgendwie geht das gar nicht leer, die Scheiße. I don't know. So. Das macht das Ganze zugegeben natürlich relativ einfach. Weil normalerweise hätte ich jetzt einen fetten Fight haben müssen. Okay. Munition, Munition ist immer gut. Was ist das hier? Kann ich das mitnehmen? Ja. Okay. Das ist nochmal eine neue Waffe, ne? Finde ich gerade auch ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, das war hierfür, ja. Okay, ich nehme sie einfach mit. Ne, jetzt doch. Ne, okay. Ich schmeiße einfach nur durch die Gegend, auch gar kein Problem. Und ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo gab es mal einen Geheimgang, aber wo der ist, weiß ich nicht mehr. Ich brauche eigentlich gar nicht schleichen. Das ist alles wurscht hier. Wo war denn das? Irgendwie hinter so einem Fass oder so. Hier? Ah, da. Hier it is. Okay. Nur schon mal hier. Also eigentlich muss ich halt gestehen, es wäre natürlich jetzt sehr viel schwieriger gewesen. Gut, wenn du viele Blutbeutel hast. Okay. Ich versuche das ja auch immer zwischendurch mal zu verbrauchen, einfach so ganz useless. Auspex kann ich auch mal benutzen. Aber was soll ich machen, ne? Ach so. So geht das aus. Ah ja. Jetzt ist aber hier das aus. Nee. So. Jetzt sind wir wieder im Business. Hä, Alter, ich muss das doch verbrauchen können, die Kacke. Also ich habe zwar relativ viel Blut getrunken, weil ich mir dachte, ja, warum nicht? Zwischendurch war mir ein bisschen langweilig. Aber hä? Ich will jetzt, ich hatte das schon mal, das ist sehr lange her, aber das ist mir, also so war das nicht. Vielleicht für ein, zwei habe ich nichts verbraucht, ne?
Ja, sehe ich leider nichts, okay. Oh, 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 oh. Hä, was ist das denn jetzt für ein Kack? Ach so, oh, weil ich auf der Leiter bin kurz, ne? Oh shit. Schnauze. Er hat nur eine Waffe. Spockt ihn weg. Komm her. Will ich ihn jetzt trinken? Ja. Der hat auf mich geschossen, deswegen ist der böse gut. Das ist eigentlich total Blödsinn, weil anscheinend verbrauche ich eh kein Blut, warum auch immer. Aber. Boah. Ich werde aber zwischendurch immer mal verdunkeln, wieder aktivieren und. Dann geht ein Verdunkeln nicht mehr. Blutheilung, das und Ausbacks, damit ich mal ein bisschen was verbrauche. Noch ein anderer Weg? Nee, ne? War nur die beiden. Oder ist hier nur eine andere Höhle? Man kann ja mal gucken. Nein. Ich würde sagen, ich folge erstmal dem Weg geradeaus. Und ich verbrauche einfach immer wieder meine Sachen, damit das mal weggeht. Weil das ist ja auch ein bisschen doof, ne? Oh, shit. Bleiben Sie mal geschmeidig schon am Mann. Die Remington, nee, die Remington ist die da unten. Da habe ich nur einen Schuss für, das ist natürlich ein bisschen doof. Na jetzt. Okay, der versteckt sich. Ich mach das jetzt mal so. Ich kann nicht immer meine Fähigkeiten nutzen. Das ist auch ein bisschen lame. Dann doch. So. Niemand, ja. Müsste hier nicht eigentlich jemand sein? Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt hier lang. Ich behalte jetzt einfach die Waffe in meiner Hand. Zwischendurch den Scheiß mal. Das ist ja ein cooler Vorsprung, du. Der macht richtig Sinn. Das kann sein. Ich habe den ja nicht getroffen im Spiel. Das weiß ich nicht, ob das beeinflusst. Ist eigentlich ein Gefangener drin. Aber den habe ich nicht getroffen. So. Junge, 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 Blutheilung. Explodiert denn da hinten die ganze Zeit? Das finde ich auch doof, ehrlich gesagt. Ich weiß aber auch nicht, woher das. Warum ist das so? Hä? Ach, die haben sich gegenseitig getroffen, kann das sein? Ich glaube, ich werde gleich nochmal pausieren. Einfach nur, damit ich gucke, dass ich meine. Ob ich das Blutverbrauch kriege, weil das ist ja voll doof so. Och nö, da kommt. Ja, natürlich von hinten, als ob er mich trifft. Ist ja wohl unglaublich, ist das. Stirb. Munition nehme ich mit. Oh, was haben wir hier? Mal auf. Nehmen. Alles nehmen. Können wir auch noch nehmen. Die Raketen nehme ich auch einfach mit. Ich mache jetzt den noch schnell platt und dann werde ich mal ganz kurz pausieren. Oh, ich muss nachladen. Da ist auch noch einer. Verdammt. Fuck, ich bin tot. Ah, doch, ich verbrauch's.
Nee, ich bin gestorben, deswegen ist das so weit unten, ne? Ich weiß es nicht genau. Oh, ich hab nicht gespeichert, ey. Ich hätte speichern müssen. Ei, 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 ei. Ich bin, glaube ich, am Anfang dieser Höhle. Ja, oh Mann, ey. Ärgerlich. Na gut, aber bis dahin, wie ich komme, ich verbrauche jetzt einfach auch die Macht, die ich habe, weil ich probiere es einfach und dann werden wir schauen. And then we will look. Ich will ja auch alles irgendwie versuchen zu verbrauchen. Ich mach die jetzt noch schnell platt. Und dann werde ich werde ich so viel verbrauchen, dass wenigstens nur noch, weiß nicht, also ein bisschen weniger ist, weil das so irgendwie, also es macht auch wenig Sinn, ne, weil du bist ja quasi unbesiegbar. Es ist natürlich cool, wenn du ganz viel deine Fähigkeiten noch einrichten kannst, aber darum geht's ja auch als Vampir. Okay, es ist kein Arsch da. Gut, dann halt nicht. Dann noch schnell die, das geht ja fix. Weil eigentlich dauert es ja auch nicht lange. Du kannst auch überall durchschleichen, wenn es sein muss. Ach, scheiße. Man kann mich sehen? Das ist ja... Oh, das ist ja Quatsch. Wie? Hä? Wer? Stufe 2 fehlgeschlagen. Ha! Bin verdunkelt. Nobody can see me. Mein Auspex ist halt echt behindert, ne? So eine Fähigkeit, die ich überhaupt nicht brauche. Weil die auch nichts bringt. Oh shit. Oh! Aua! Au, 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 au. Oh, oh. Weg. Blutheilung. Also so komme ich wenigstens auch dazu, alles mal so ein bisschen zu benutzen. Und im besten Fall natürlich auch ein bisschen was zu verbrauchen. Ausgetrunken, ich meine, mir war echt ein bisschen langweilig, deswegen habe ich tatsächlich ein bisschen mehr, als ich hätte trinken müssen, getrunken, sehr viel mehr. Oh, warte. Ich bin super gut versteckt. Nobody can see me. Aber jetzt verbraucht sich zum Beispiel auch Verdunklung wieder voll schnell. Das hat sich gerade voll langsam nur verbraucht. Das ist irgendwie alles sehr strange gerade. Es kann natürlich sein. Ich habe keine Ahnung. Was mit dem Patch zu tun? Ja, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Hä? Das Verbrauch hat auch alles, also das verbraucht schon ein bisschen was, aber wenn ich jetzt keine Ahnung, wie viel Blut habe, wo ist der jetzt schon wieder hinten? Ach, da hinten, jetzt läuft er da hinten los, willst du mich verarschen? Blöder Penner, ey. Ruhe. Jetzt muss ich erstmal da hinten hinlaufen. Oh, das sind noch zwei. Ich bin versteckt. Jetzt nicht mehr, so. Jetzt werde ich eine ganz kurze Pause einlegen. Und werde mal gucken, ob ich es hinkriege, den Scheiß zu verbrauchen. Oh, hier ist ja auch noch was. Ne? Also, ja, komm, die Kiste, den, da kann ich doch scheißen. Hier ist unser Fluchtweg mit diesem Boot. Ich weiß gar nicht, wo fährt denn das Boot eigentlich raus? Ach da, okay. Naja, ich mache eine kurze Pause, ich werde mal verbrauchen und dann mal gucken, was passiert. Bis gleich.